Sie hören nun Gedankenspiele Thema 1, JFK, das Hörbuch. Das Attentat auf John Fitzgerald Kennedy 1963 hat praktisch unsere moderne Ära der Satanisten, jener NWO-Globalisten und der von ihnen zunehmend verbreiteten Lügen eingeläutet. Es war das konstituierende Ereignis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit all seinen Fehlentwicklungen, seiner False-Flag-Aktionen, seines Terrorismus, seiner politischen Morde und Attentate und seiner illegalen Kriege. Erst durch die Corona-Kampagne sind nun die Machenschaften dieser illegalen Kriminellen einer größeren Anzahl von Menschen bewusst geworden. Und Donald Trump ist wahrscheinlich und hoffentlich der Präsident, der an die Arbeit von John F. Kennedy anknüpft, Kennedys Projekte, den Weltfrieden zu sichern und dazu die Fed abzuschaffen und so diese hinter den Kulissen agierenden Kriminellen mit Erfolg zu bekämpfen und ihrer gerechten Strafe zuführen wird. Das Kennedy-Attentat, wie man sehen kann, hat Bezüge bis zum heutigen Tag. Es ist ohne Zweifel das wichtigste historische Ereignis der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen, da es bestimmten Leuten in der Folge erlaubt hat, die Welt zum Schlechteren zu verändern. Die Hörprobe umfasst die folgenden drei Artikel. Gedankenspiele Thema 1, JFK, die Einleitung. Artikel 18, Bobby K. Und Artikel 233, J.D. Tippett. Wir erörtern die Frage, wer JFK ermordet hat. Und wir präsentieren auch die Lösung. Wir bleiben nicht bei der resignierten Feststellung, dass wohl irgendwer, irgendwas, vielleicht. Wir präsentieren die Täter. Gedankenspiele Thema 1. JFK. Vorwort. Der Mord an JFK stellt einen Wendepunkt der neueren Geschichte der gesamten westlichen Welt dar. Ein demokratisch gewählter Präsident, mehr noch der bedeutendste demokratisch gewählte Präsident, der Führer der gesamten westlichen Welt, wurde von einer undemokratischen Minderheit durch ein Gewaltverbrechen aus seinem Amt entfernt und mit ihm die Menschen, die ihn gewählt hatten, der angeblich wahre Souverän, namentlich das Volk. Doch damit nicht genug. In den folgenden Jahrzehnten wurde dann das Amt des mächtigsten Mannes der Welt mehrheitlich mit Personen besetzt, die irgendwie in diesen Mord verwickelt scheinen und bei seiner Vertuschung eine auffällige bis unrühmliche Rolle gespielt haben, etwa Lyndon Johnson, Richard Nixon und Gerald Ford. Die Machtergreifung der Kriminellen gipfelte dann in der Präsidentschaft von George Herbert Walker Bush und den völkerrechtswidrigen Kriegen seines indirekten Nachfolgers George W. Bush. Es ist nicht übertrieben zu mutmaßen, dass mit dem Mord an JFK die gesamte Demokratie in den USA und damit in der gesamten westlichen Welt abgeschafft und durch ein perfides Machtsystem von unsichtbaren Kräften ersetzt wurde, das seither durch Medienbeeinflussung, die Vorgaukelung von Terrorgefahr und Krieg zur Erlangung finanzieller Vorteile und Ressourcen herrscht. Der 22.11.1963 stellt also einen Wendepunkt in der neueren Geschichte dar, der nur deshalb nicht in den Geschichtsbüchern als solcher gewürdigt wird, weil die namenlose Gruppierung, die sich hier an die Macht mordete, bis heute die entscheidenden Positionen und Ämter der westlichen Welt innehat und eine entsprechende offizielle Darstellung noch immer zu verhindern vermag. Nur eine Verschwörungstheorie? Lesen Sie die Gedanken von Leonard Löwe dazu und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Artikel 18. Bobby K. In Wahrheit wird der Mord an Robert Kennedy am 4. Juni 1968 so stiefmütterlich behandelt, weil er den Schlüssel zum Verständnis des Mordes an JFK enthält. Lassen Sie uns einen Moment überlegen. Wann wurde Bobby ermordet? Kurz nachdem sein Sieg in den Vorwahlen von Kalifornien bekannt wurde. Der angeblich verwirrte Einzeltäter, Attentäter sind verwirrend oft verwirrte Einzeltäter, vielleicht sollen sie vor allem eines sein, verwirrende Einzeltäter.
jener Sirhan Bishara Sirhan, ein Palästinenser, ein angeblich christlicher Palästinenser, also keineswegs ein muslimischer Fanatiker, soll Kennedy als Reaktion auf dessen Bekenntnis zur Unterstützung Israels im Falle seiner Wahl zum amerikanischen Präsidenten ermordet haben. Doch daran ist zweierlei merkwürdig. Erstens, seit wann töten Attentäter Kandidaten? Attentäter wollen die Politik eines Landes verändern, hier und jetzt, indem sie die im Amt befindlichen politischen Führer ermorden, erpressen oder sonst wie beeinflussen. Lassen wir uns hier den Blick nicht vernebeln. Ein Mord ist eine extreme Sache. Ein politischer Mord am künftigen amerikanischen Präsidenten noch unvergleichlich viel extremer. Eine solche Tat sollte ein Ergebnis erbringen und kann nicht mal so pro forma auf Verdacht ausgeführt werden. Dafür ist sie für den Täter zu einschneidend, weil aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende seines Lebens, selbst wenn er es körperlich überlebt und damit für seine Auftraggeber ein enormes Risiko wird. Doch nicht so hier. Bobby war nicht im Amt, sondern wollte erst Präsident werden. Seine Ermordung änderte an der geltenden Außenpolitik der USA im Nahen Osten überhaupt nichts und beförderte sogar den konservativen Richard Nixon ins Amt, dessen Außenpolitik kaum palästinafreundlicher einzuschätzen war. Zweitens ist der zeitliche Zusammenhang zu Bobbys Vorwahlsieg in Kalifornien selbst als Motiv viel zwingender. Wer in Kalifornien die Vorwahlen gewinnt, hat aufgrund des großen Einflusses Kaliforniens auf die Präsidentschaftswahlen gute Chancen, auch im ganzen Land Präsident zu werden. Und Bobby wurde getragen von einer Welle der Sympathie für ihn, aber freilich auch von den emotionalen Nachbeben der spektakulären Ermordung seines Bruders 5 Jahre zuvor und der damals erst einmal zunichte gemachten Träume auf ein besseres Amerika. Es ist meines Erachtens viel naheliegender, dass jemand generell verhindern wollte, dass Bobby Präsident wird, was absehbar war. Aber die Aktion war nicht etwa gegen Details seiner zukünftig geplanten Außenpolitik gerichtet, denn dann hätte das Attentat nach der Verkündigung derselben in einem zeitlichen Zusammenhang stehen sollen. Doch das war nicht der Fall. Der zeitliche Zusammenhang ist der Wahlsieg und der damit in Zusammenhang stehende Gesamtsieg. Freilich hängen beide Ereignisse eng zusammen. Doch erscheint der Mord wie ein Reflex auf den Kaliforniensieg, keine Rede von einem Detail der Außenpolitik. Wenn ein Präsidentschaftskandidat ermordet wird, dann will jemand nicht, dass er Präsident wird, nicht seine Palästina-Politik ändern, das ginge gegebenenfalls auch anders. Und damit erscheint Sirhan als Einzeltäter sehr unwahrscheinlich. Es gab ganz andere Interessengruppen, die ein Motiv gehabt haben, einen Einzug eines weiteren Kennedy ins Oval Office unter allen Umständen zu verhindern. Der Mord an Bobby Kennedy sollte meiner Meinung nach nur eines verhindern. Noch so ein Kennedy im Weißen Haus. Er geschah direkt nach dem Sieg in der kalifornischen Vorwahl, war also klar politisch, und zwar innenpolitisch motiviert und damit im engsten Zusammenhang zum Mord an John Kennedy zu sehen. Und damit ist auch klar, kennt man die Drahtzieher hinter dem Mord an Bobby, kennt man auch die Drahtzieher hinter dem Mord an seinem Bruder. Denn es handelt sich um zwei politische Verbrechen im selben Geist. Doch jene sind schwer zu identifizieren, denn die Feinde von JFK waren gar viele an der Zahl. Die Wahl der Zielgruppe, wer als Drahtzieher in die engere Wahl fiele, war schwer, denn JFK hatte es sich mit vielen Seiten verscherzt. In Frage kam der angeblich kommunistische Sympathisant Lee Harvey Oswald, der als einziger in der Nähe des Tatortes gesehen und gefasst worden war. Jedoch bevor er viel aussagen konnte, unter höchst merkwürdigen Umständen seinerseits einem Mord, einer regelrechten Hinrichtung durch einen Nachtclubbesitzer, zum Opfer gefallen war. Immerhin konnte Oswald noch zu Protokoll geben, dass er nicht der Täter war und nur der Sündenbock sei. Gewöhnlich sind fanatische oder verwirrte Attentäter stolz auf ihre Tat und rühmen sich ihr oder verteidigen sie zumindest in ihrer eigenen, manchmal verdrehten Argumentationswelt. Doch dieser nicht. Dieser stellte sich als Opfer einer Verschwörung dar, die ihn nur benutzte. In Frage kam freilich auch ein Auftragsmord zum Beispiel von Fidel Castro, der wegen der Schweinebucht-Invasion auf Kuba, die JFK zwar nicht gewollt, aber de facto angeordnet hat, sicherlich temporär einer von JFKs ärgsten Feinden war.
Auch in Frage kam die andere Seite, die Exilkubaner, deren Invasion in der Schweinebucht von JFK nur halbherzig unterstützt worden war und die deswegen böse versumpft sind, was wiederum ihre heißblütige Rache motiviert haben mag. In Frage kam auch die Mafia, mit deren Hilfe und durch Frank Sinatra als Mittelsmann und Wählermobilisierer JFK erst Präsident geworden war. Die Mafia macht niemanden zum Präsidenten, der dann nicht seinerseits ihr einen Dienst erweist. Und es mag sein, dass Kennedy diesen Dienst nicht in der Weise und in dem Umfang erwies, wie man das erwartet hatte. Doch andererseits, was bringt es einem Präsidenten, den man mühevoll ins Weiße Haus gehievt hatte und der einem noch etwas schuldet, gleich umzubringen? Vielmehr nützt doch ein Präsident, der sich wieder erinnert, dass er einem etwas schuldet, weil man ihn zum Beispiel erfolgreich eingeschüchtert hat. Doch der Mord an JFK war keine Einschüchterung, die etwas zu weit gegangen ist. Es war ein eindeutiges, klares Todeskommando. Er sollte sterben. Damit scheidet die Mafia als Drahtzieher eigentlich aus. Ein toter Präsident nützt einem nichts. Und die Mafia ist ein erfolg- und profitorientierter Verein. Sie bringt sich nicht kurzsichtig um ihr bestes Pferd im Stall. Außerdem würde der Zusammenhang zum Mord an Bobby Kennedy damit extrem fragwürdig. JFK hatte sich auch das Militär zum Feind gemacht und damit auch Teile der mit dem Militär verheirateten Geheimdienste der USA. In der Kuba-Krise hatte er die Generäle de facto entmachtet und wollte, um einen Nuklearkrieg mit der Sowjetunion unter allen Umständen zu verhindern, jede Entscheidung selbst treffen. Dass man damit nicht einverstanden war, zeigen schon die Störmanöver, die während der 13 Tage andauernden Krise vom Militär gefahren wurden. Darunter waren Testflüge von Mittelstreckenraketen, unautorisierte Luftwaffeneinsätze und ähnlich wenig friedenserhaltende Maßnahmen. Außerdem hatten Teile des Militärs, so pervers das erscheinen mag, ein Interesse an der Eskalation des Konflikts bis hin zu Ideen, man würde bei dieser Gelegenheit den kommunistischen Feind endgültig ausschalten können. Doch Kennedy ließ wohl nicht mit sich reden. Und wenig später sprach sich Kennedy klar gegen eine militärische Präsenz der USA in Vietnam aus. Abgesehen davon, welches Debakel sich die USA damit hätte ersparen können, hätten dann auch die amerikanischen Rüstungsunternehmen Milliardenumsätze nicht getätigt, hätte man nicht tonnenweise Kriegsgerät in Vietnam sachgerecht verschrottet und als Nachschub sofort neu angeschafft, um abermals verschrottet zu werden. Ein unglaubliches Geschäft und JFK wollte es verhindern. Schwer zu sagen, mit wem es sich JFK also so sehr verscherzt hatte, dass man ihn durch ein Killerkommando hatte abservieren lassen. Grund dazu hatten viele. Doch eines ist merkwürdig. Die Beseitigung Oswalds durch den Nachtclubbesitzer Ruby ist für sich betrachtet eine klare Mafia-Tat. Ruby tat das nicht aus Überzeugung, sondern weil man ihn dazu zwang. Derartige Amateurkiller sind typische Werkzeuge der Mafia. Marke, wenn du dich opferst, lass mir deine Familie leben. Ist also auch im größeren Fall JFK die Mafia Täter und Drahtzieher? Doch man unterscheide. Es mag Auftraggeber und Auftragskiller geben. Und diese beiden müssen nicht zwingend identisch sein oder vom gleichen Verein. Die Killer, die die Schüsse auf JFK abgefeuert hatten, wussten garantiert, was sie taten. Das waren nicht ein paar Amateur-Rambos von der Straße, irgendwelche x-beliebigen Strauchdiebe. Das waren gute Schützen, denn sie sollten treffen und sie waren teuer. Solche Killer sind keine normalen Menschen mit einer Sozialversicherungsnummer, die offiziell Lohn empfangen und Steuern zahlen. Wer auch immer solche Menschen beauftragt, etwas auf ihrem besonderen Fachgebiet zu unternehmen, bewegt sich im Dunkel der Illegalität. Was ich damit sagen will, ist: In diesem Metier will der Auftraggeber in aller Regel unerkannt bleiben und auch die gesamte Geschäftsbeziehung soll im Dunkeln verbleiben. Und es macht keinen Unterschied, ob dieser Auftraggeber von einer offiziellen Stelle, sagen wir von einem Geheimdienst, kommt oder von einer Verbrecherorganisation. Solche Leute machen Geschäfte mit jedem, der sie bezahlt. Vielleicht gehören sie sogar selbst der Mafia an, nehmen aber auch Aufträge von anderen an. Die Ausführenden können also durchaus aus der Mafia stammen, auch wenn die Initiative für diesen Auftrag von ganz anderen Stellen gekommen sein mag. Zurück zu Bobby. Den Ermittlungen des FBI zufolge fanden sich am Ort von Bobbys Ermordung in der Küche jenes Ambassador Hotels in Los Angeles Spuren von wenigstens 11 Kugeln.
8 davon steckten in Kennedy und seinen verletzten Begleitern, doch weitere 3 in den Wänden und im Türstock hinter Kennedy. Da Sirhan keine Zeit hatte nachzuladen, weil er sofort nach dem Abfeuern der Schüsse überwältigt worden war und sein Revolver auch nur eine 8-schüssige Waffe war, muss die Frage gestellt werden, ob ein weiterer Attentäter im Schatten des Tumultes um Sirhan unerkannt entkommen konnte. Man muss auch die Frage stellen, ob man diese 11 Kugeln ernsthaft nicht so weit hatte untersuchen können, um herauszufinden, welche aus derselben Waffe stammten. Wurde aber scheinbar nicht getan und vieles mehr wurde unterlassen. Die unglaubliche Anzahl an Ermittlungsfehlern ist beinahe schon ein Markenzeichen derartiger Fälle. Entweder sind die Beamten in solchen Fällen besonders nervös und machen einen Fehler nach dem anderen, oder sie arbeiten exakt nach ihren Vorgaben. Das ist bereits für sich genommen mehr als verwunderlich. Sirhan selbst behauptet bis heute, er könne sich nicht an die Tat erinnern und sei erst nach seiner Verhaftung wieder zu Bewusstsein gelangt. Ist dies eine verzweifelte Lüge eines Attentäters im Angesicht der Todesstrafe, der von Dutzenden Leuten bei der Tat gesehen wurde und noch eindeutiger der Tat nicht überführt werden kann? Oder sagt Sirhan schlicht die Wahrheit, die nur keiner glaubt, weil sie nach Aktenlage der Zeit unglaubwürdig ist? Überhaupt weiß man über Sirhan sehr wenig, auch zum Beispiel nicht, wo er in den Monaten vor dem Attentat war, ob er eventuell Kontakte zu Geheimdiensten hatte. Da man auch mutmaßte, er könnte vielleicht auch ein bezahlter Killer der Mafia sein, wusste und weiß man wohl sehr wenig über ihn, offiziell wenigstens. Und es scheint auch nicht wirklich jemanden zu interessieren, denn eigentlich sollte Sirhan ein Jahr nach dem Mord hingerichtet werden. Doch eine Gesetzesänderung in Kalifornien konnte das verhindern. An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, wer eine so treffsichere Gesetzesänderung ins Werk setzen kann, dass diesen so wichtigen Zeugen zunächst rettet und nicht weiteren Ermittlungen durch Hinrichtung entzieht. Es soll schon vorkommen, dass ein Todeszellenkandidat vom Gouverneur begnadigt worden ist. Doch dafür eine Gesetzesänderung durchzuführen, das weist auf weitergehende politische Motive hin. So hat man bis heute einen Attentäter, der die Tat leugnet, aber nicht gehört wird. Und seien wir doch ehrlich, ein Profikiller verübt keinen derartig amateurhaften Mord inmitten von Sicherheitsbeamten, wo er mit absoluter Sicherheit nicht entkommen wird. Ein Profi reist unerkannt an, tötet präzise und verschwindet unerkannt. Das ist sein Geschäft, genau wie die Profis, die JFK ermordet haben. Dieser Sirhan ist kein Profi dieses Stils, sonst wäre das Attentat völlig anders verlaufen. Nun ist inzwischen bekannt, dass die CIA in jener Zeit, also seit etwa 1962 bis mindestens in die 70er Jahre hinein, an einem Projekt arbeitete, das MK-Ultra genannt wird. Bei diesen Untersuchungen ging es darum zu erforschen, wie der menschliche Geist sich unter Extremstbedingungen verhält, unter anderem wie das Gedächtnis durch Drogen und Traumata gelöscht und reprogrammiert werden kann, wie hypnotische Zustände und Gehirnwäsche zusammenwirken können, wie Attentäter, die nicht wissen, was sie tun, programmiert und ungehindert durch ihren eigenen Verstand und durch Moral zum Einsatz gebracht werden können. Ziel dieser Tests war es wohl, Schläfer und Attentäter aufzubauen, die man gegen feindliche politische Führer im Notfall einsetzen konnte. Dass die dazu nötigen Versuche, bei denen Elektroschocks, Sinnesdeprivation, Drogen und psychische Schockzustände zum Einsatz kamen und die an teilweise unwissenden Unschuldigen vollzogen wurden, an Experimente aus Konzentrationslagern des Dritten Reichs erinnern, ist wohl nicht übertrieben. Wer weiß, ob daran nicht auch teilweise dieselben Personen beteiligt waren. Die Beteiligung von Hitlers deutschen Raketenwissenschaftlern am US-Mondprogramm zur selben Zeit ist jedenfalls kein Geheimnis. Ob diese MK-Ultra-Experimente je zum Erfolg gebracht wurden oder sogar zum Praxiseinsatz gelangten, wird natürlich bis heute möglichst geheim gehalten. Man beachte an dieser Stelle den Film Clockwork Orange von Stanley Kubrick, in dem es um genau solche psychologischen Methoden geht, um Menschen umzuprogrammieren. Dies an dieser Stelle zu erwähnen, ist natürlich kein Zufall. Zeitlich wie methodisch passt Sirhan und seine Geschichte vom Gedächtnisschwund nämlich perfekt in dieses Bild. Wer immer Bobby Kennedy aus dem Weg geräumt wissen wollte, hatte also mitunter, sollte Sirhans Aussage zu seinem geistigen Zustand der Wahrheit entsprechen, Zugriff auf gehirngewaschene und gegen ihren Willen programmierte Attentäter, die weder ihre Auftraggeber kennen, noch sich überhaupt ihres Auftrags bewusst sind, bis sie ihn ausführen.
Doch damit ist der Auftraggeber des Mordes für jeden Außenstehenden offensichtlich. Weder die Mafia noch politische Extremisten anderer Länder hätten Zugriff auf solche Attentäter, sondern einzig und allein die CIA. Und nun kommen wir zurück zu JFK. Wer Bobby ermordete, hat auch JFK ermordet. Denn wie wir festgestellt haben, ist der Mord an Bobby eine direkte Folge des Attentats, das seinen Bruder 5 Jahre zuvor aus dem Amt gebracht hatte und verhindern sollte, dass Bobby nun in dieses Amt kam. Man wollte nicht noch einen Kennedy, der alle möglichen Kriege verhindert im Oval Office, und schon gar keinen Bruder von einem ermordeten Präsidenten, der möglicherweise übelste Rache nehmen würde. Und damit waren es dieselben Leute, die keinen Bobby Kennedy wollten, wo sie schon vorher mühevoll einen John Kennedy beseitigen mussten. Wenn aber nun als Auftraggeber des Mordes an Bobby wegen des offenbar gehirngewaschenen Attentäters nur die CIA in Frage kommt, so muss auch JFK von der CIA aus dem Weg geräumt worden sein. Es bleibt also in der engeren Wahl, die Mafia identifiziert durch die Methoden im Mordfall John Kennedy und die CIA durch die Verfügbarkeit eines MK-Ultra-Killers. In diesem Dilemma ist nun interessant zu erfahren, dass im Zusammenhang mit den Untersuchungen zum Watergate-Skandal einige wenige Jahre später auch Akten der CIA auftauchten, in denen für ein 50 Staatsmänner, die der Regierung Nixon offenbar ungelegen kamen, Attentate geplant wurden. Als ausführendes Organ dieser politischen Attentate wurden ausnahmslos Killer der Mafia angeführt. Kann man hier also 1 und 1 zusammenzählen? Diese Dokumente belegen jedenfalls eindeutig, dass es zur Praxis der CIA gehörte, Killer der Mafia für politische Morde zu engagieren. Die CIA als Drahtzieher hinter den Morden an den Brüdern Kennedy zu vermuten, ist also absolut akzeptabel. Bei John Kennedy setzte man die üblichen Profi-Attentäter aus dem Mafia-Milieu ein, bei Bobby bediente man sich einer ganz neuen Technik, nämlich eines gehirngewaschenen Attentäters, der selbst von seiner Tat nichts wissen konnte, weil er durch entsprechende Gehirnwäsche umprogrammiert worden war. Im Übrigen ist dies auch die absolut wahrscheinlichste Theorie, auch ohne die Betrachtungen zum Mord an Bobby Kennedy. Denn wer hätte so viel Einfluss, einen Mann wie Lee Harvey Oswald zu installieren und Beweismittel zu fälschen und verschwinden zu lassen? Auch im Fall Bobby Kennedy sind Beweismittel in großer Zahl ignoriert worden, verschwunden, Zeugenaussagen und medizinische Gutachten offensiv gefälscht worden oder gleich unter Verschluss geraten, sodass ohnehin nur jemand oder eine Institution mit sehr viel Einfluss überhaupt in Frage kommt. Aber sicherlich nicht ein verwirrter Einzeltäter wie Lee Oswald oder Sirhan Sirhan. Diese Überlegungen gebietet der Verstand. Ob sie mit der Wahrheit Ähnlichkeit haben, bleibt bis auf Weiteres ein Geheimnis. Lesen Sie dazu auch. 22.11.1963, Dallas, Texas. Die Frage, wer JFK ermordet hat, wie das Attentat in Wahrheit ablief und wer die Drahtzieher waren, wird ungeklärt bleiben. Aber das sollte einen nicht daran hindern, viele plausible und weniger plausible Quellen zu einem einigermaßen konsistenten Gesamtbild zu kondensieren. Und ein alter Bekannter ist dann plötzlich mittendrin. Zu lesen in Gedankenspiele 7. Und lesen Sie auch Jack K. Warum eigentlich wird die Erinnerung an JFK seit einigen Jahren offensiv besudelt? Ein Weiberheld soll er gewesen sein, promiskuitiv, drogenabhängig, schwer krank, keine Kriegsverletzung, wie stets kolportiert wurde. Kein König Artus also, sondern eher ein moralfreier Despot mit Hormonüberschuss und das alles auf Speed. Woher diese Meinungsänderung? Ist JFK und der Kult um ihn etwa mächtigen Drahtziehern im Weg? Und wenn ja, warum? Tot ist er doch schon. Und Toten übel nachzureden, ist zweifellos eine der feigsten und miesesten Methoden, Meinung zu machen. Lesen Sie das in Gedankenspiele 5. J.D. Tippett. Mir erschien das immer merkwürdig und windschief. Am 22. November 1963 wurde in Dallas, Texas, der 35. amerikanische Präsident John F. Kennedy ermordet. Und der Polizist J.D. Tippett. Was? Mutmaßlich werden in Texas jeden Tag irgendwo Polizisten erschossen. Und selbst wenn nicht, warum wird dieses weltverändernde Großereignis, bei dem dem amerikanischen Volk und der Welt der Friedensstifter Kennedy genommen wurde,
in einen Topf geworfen mit dem ja bedauerlichen, aber leider auch völlig bedeutungslosen Ableben eines einfachen Polizisten. Aber es kommt noch wilder. Beide wurden vom selben Täter getötet, von Lee Harvey Oswald. Als ob der nach dem Anschlag auf Kennedy nichts Besseres zu tun gehabt hätte, als einen arglosen Polizisten zu erschießen. Das ist so schräg, hier verbirgt sich ein Geheimnis. Genau, kein Zweifel, nur welches? Dieses. Den Drahtziehern des Attentats auf Kennedy, und dass es nicht Oswald und schon gar nicht er allein war, dürfte inzwischen jedem klar sein, war natürlich bewusst, dass sie unbedingt von Anfang an die Frage nach dem Täter schnellstens beantworten können mussten, und zwar unter Hinweis auf einen geeigneten Sündenbock, Lee Harvey Oswald. Der angebliche Kommunist, der angeblich instabile Charakter mit der Neigung zur großen Geste. Würde man nicht sofort nach dem Attentat, praktisch direkt danach, ohne weitere Verzögerung einen Sündenbock aus dem Hut zaubern? Übrigens ganz ähnlich wie 38 Jahre später mit Osama bin Laden, der auch schon nach weniger als einem Tag und null Ermittlungsarbeit als Täter feststand. Ebenso wie der verwirrte Einzeltäter und Mörder von Bobby Kennedy und wie der verwirrte Einzeltäter und Mörder von Martin Luther King, wie der verwirrte Einzeltäter und beinahe Mörder von Ronald Reagan und wie, die Liste ist bedenklich lange fortführbar. Diese Welt ist in geradezu beängstigendem Ausmaß voller verwirrter Einzeltäter, die alle politisch höchst relevante Anschläge begehen. Würde man also einen solchen Sündenbock nicht sofort aus dem Hut zaubern, dann würde am Ende jemand auf die Idee kommen, nach möglichen anderen Tätern, nach Motiven, nach politischen Interessenlagen, gar nach Rachegelüsten, nach einer Verschwörung und nach einem komplexen Plan zu fragen beginnen, vielleicht sogar Zeugen befragen, die gesehen haben, dass die Schüsse auf Kennedy keinesfalls nur von hinten vom Schulbuchlagerhaus und damit von Oswald gekommen sein konnten. Das ganze Blut spritzte ja nach hinten, nicht etwa nach vorne auf den Fahrer und Gouverneur Connolly. Ein Polizist auf einem Motorrad direkt hinter Kennedys Wagen bekam sogar so viel Blut und Gewebefetzen ab, war so von Blut besudelt, dass er einen Moment lang glaubte, selbst getroffen zu sein. All dies musste von Anfang an im Keim erstickt werden. Das Volk würde einen Schuldigen wollen und man konnte diesen Schuldigen von Anfang an präsentieren. Oswald, verwirrter Einzeltäter. Ende. Keine weiteren Fragen. Niemals würde und wurde auch nicht jemals Anklage im Fall Kennedy gegen irgendwen erhoben. Nicht einmal gegen E. Howard Hunt, der eindeutig darin verstrickt war, oder gegen den eng mit Hunt verbundenen gewissen George Bush, den FBI-Chef J. Edgar Hoover persönlich einen Tag nach dem Attentat in einem Memorandum als maßgeblichen Drahtzieher benennt. Und Hoover musste es schon wissen, war er doch selbst ebenso in die Sache verwickelt, wenn auch vermutlich unfreiwillig. Denn der eindeutige Täter Oswald war dann bereits tot. Da gab es nichts mehr anzuklagen oder zu befragen. Deshalb tauchte bei der Polizei in Dallas auch bereits wenige Minuten nach dem Attentat eine Täterbeschreibung auf, die auf Lee Oswald passte. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch niemand ernsthaft den Täter gesehen hatte oder eine entsprechende Aussage bei der Polizei gemacht haben konnte. Und Oswald sich im Schulbuchlagerhaus tatsächlich so unauffällig verhalten hatte, dass ihn wohl auch kaum jemand als Täter ernsthaft verdächtigte. Er wurde von Zeugen, einer davon ein Polizist, in der Kantine beim Verspeisen seines Mittagessens gesehen und am Cola-Automaten, wie er sich etwas zu trinken kauft. Während draußen auf der Elm Street direkt vor dem Schulbuchlagerhaus Großalarm und Panik herrscht. Um aber das Märchen vom Einzeltäter, der mit drei Schüssen aus dem sechsten Stock des Schulbuchlagerhauses Kennedy getötet haben sollte, glaubhaft zu machen, brauchte man eine Leiche, die ein Einschussloch am Hinterkopf aufwies, das von einem Schuss aus der Carcano von Oswald stammen konnte. Da man dagegen bei Kennedy selbst ganz sicher gehen wollte, dass er nicht mit dem Leben davonkam, stand zu befürchten, dass es notwendig sein könnte, ihm den halben Kopf wegzuschießen. Was ja, wie der Zapruder-Film aufs Drastischste zeigt, dann auch so geschah. Ein Dilemma.
In dem Moment, als der Umbrella Man seinen Regenschirm mehrfach auf- und zuklappte und der Fahrer von Kennedys Lincoln den Wagen für einige Sekunden völlig zum Stillstand brachte, was das Signal für alle beteiligten Killerteams war, von vorne, von rechts, von unten und von hinten gleichzeitig auf Kennedys Kopf zu zielen und zu schießen, platzte der Kopf des Präsidenten regelrecht. Und später, bei der ersten ungeplanten Autopsie im Krankenhaus in Dallas, musste festgestellt werden, dass von Kennedys Gehirn praktisch nur noch Reste im Schädel zu finden waren. Der größte Teil des Gehirns war irgendwo auf der Elm Street verteilt. Eine Leiche mit einer derartigen Schussverletzung konnte man nur schwerlich den Ärzten bei der offiziellen Obduktion in Washington als Ergebnis eines einzelnen Schusses in den Hinterkopf verkaufen. Wie konnte man dieses Problem lösen? Wie die Menschen betrügen? Wie konnte man eine Leiche präsentieren, die zum Märchen vom Einzeltäter Oswald und zum Schuss von hinten passte? Eine Leiche für den Präsidenten. Es gab nur einen Weg, eine zweite Leiche musste her. Eine Leiche mit einem kleinen Einschussloch im Hinterkopf statt einer immensen Kopfwunde, die den halben Schädel aufgerissen hatte. Eine Leiche, die man als Kennedys Leiche verkaufen konnte. Und freilich konnte man die First Lady, Jacqueline Kennedy, nicht täuschen. Sie rief angeblich im Leichenschauhaus hysterisch, während Bobby Kennedy sie beruhigte. »Das ist nicht mein Mann, das ist nicht Jack.« Aber der Justizminister Robert Kennedy wusste wohl, dass jetzt nichts getan werden konnte, weil man sich hier mit extrem rücksichtslosen und zerstörungswilligen Teufeln angelegt hatte. Mit Kriminalität in einem Ausmaß und von einer Blutrünstigkeit, die selbst er, der Justizminister, kaum hatte erahnen können. Freilich wurde der Polizist Tippett nicht von Oswald erschossen, sondern von unbekannten Dritten. Und zwar mit exakt dem Einschussmuster, das man brauchte. Schuss in den Hinterkopf. Aber da Oswald ohnehin bereits als Sündenbock für den größten Mord des Jahrhunderts gesetzt war, war es natürlich eine Kleinigkeit, eine Nebensache, eine Randnotiz, ihm auch den Mord an Polizist Tippett anzuhängen. Wer den Präsidenten erschießt, der erschießt auch Polizisten und ist ohnehin zu allem fähig. Und der Buhmann der Nation obendrein. Da stellt kaum jemand Fragen. Vielleicht wollte man damit auch den Weg bereiten, dass keiner der Polizisten in Dallas sich für die Sicherheit von Oswald einsetzen würde, sollte er nach seiner Verhaftung eventuell noch am Leben sein. Oder man wollte sogar die Motivation der Polizisten erhöhen, Oswald bereits während seiner Verhaftung zu liquidieren, als Rache für den Kollegen Tippett. Alles greift hier sehr schön ineinander. Ebenso wie die Tatsache, dass man den FBI-Mitarbeiter Oswald, denn Oswald war bereits Jahre zuvor J. Edgar Hoover namentlich bekannt, auf diese Weise geschickt loswerden konnte. Oswald, der wohl in Hoovers Auftrag in der CIA herumspionierte, vermutlich auf Kennedys Anordnung hin die paramilitärischen Umtriebe der Privatarmee der CIA aus Exilkubanern nach der Schweinebucht-Sache zu infiltrieren und auszuspionieren. Gleichzeitig würde man also ein Telegramm an J. Edgar senden, das etwa sagte: Misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein. Oswald war also der ideale Täter für den Mord an Tippett. Er würde ohnehin nicht lange genug leben, um irgendetwas dagegen vorbringen zu können. Er sollte wohl bereits bei seiner Verhaftung erschossen werden, was er jedoch geschickt vermied, sodass der unglückliche Jack Rubinstein ihn dann vor aller Augen beseitigen musste. Angesichts der Tat, die ihm primär zur Last gelegt wurde, nämlich den Jahrhundertmord an Kennedy, würde niemand nach dem Mord an einem Polizisten weiterfragen. Warum also ausgerechnet Tippett? Bezeichnenderweise wird der im Folgenden dargelegte Umstand nirgendwo erwähnt und auch vor allem nicht in der keineswegs so freien Enzyklopädie Wikipedia. Der bedauernswerte Tippett hatte bei seinen Kollegen wohl einen Spitznamen. Man nannte ihn Kennedy. Und das aus einem sehr banalen Grund. Er sah dem Präsidenten schlicht relativ ähnlich. Kein wirklicher Vorteil in Dallas, wo ein Steckbrief auf den Landesverräter Kennedy, Wanted, Dead or Alive, ausgehängt war. Freilich keine Ähnlichkeit wie die unter Zwillingen. Auf solchen Luxus konnte man nicht hoffen. Aber man benötigte dringend am Standort Dallas eine Leiche mit einem frischen Einschussloch im Kopf von einem Mann, der wenigstens ungefähr aussah wie der Präsident.
ausreichend ähnlich, dass ein wohlmeinender Arzt bei der Obduktion nicht so genau hinsehen und den Unterschied nicht bemerken würde. Und Leichen sehen ohnehin immer irgendwie anders aus als noch zu Lebzeiten. Also wurde Tippett zum zweiten Opfer des Tages. Er wurde erschossen, um im Bethesda-Krankenhaus in Washington Kennedys vom verwirrten Einzeltäter Oswald mit einer Kugel in den Hinterkopf getöteten Leiche schauspielerisch darzustellen. Zu diesem Zweck wurden die Leichen auf dem Flug von Dallas nach Washington vertauscht. Und angeblich machte sich sogar ein plastischer Chirurg an Tippett zu schaffen, um die Ähnlichkeit noch etwas zu erhöhen. Und damit liegt wohl heute in Arlington im Grab, das Kennedys Namen trägt, Officer Tippett begraben, an Kennedys Stelle. Wohingegen Kennedys Leiche abgeblieben ist, bleibt unklar. Vielleicht residiert sie in Tippetts Grab, aber sicher ist das nicht, denn wer würde Tippett schon von Washington wieder nach Dallas zur Beerdigung zurückbringen? Jeder, der in Arlington meint, Kennedys sterbliche Überreste zu besuchen, besucht aber in Wahrheit vermutlich nur den Polizisten Tippett. Nur eine Verschwörungstheorie? Aber bitte, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet der Sündenbock Oswald eine Stunde nach dem Attentat einen Polizisten erschießt, der auch noch dazu aussieht wie Kennedy? Gleich null. Wäre er ein professioneller Attentäter und Agent, was er war, würde er unauffällig verschwinden und abtauchen. Stattdessen erschießt er einen Polizisten auf offener Straße? Vollkommen unglaubwürdig. Oder wenigstens nur dann glaubwürdig, wenn man ihn sich als verwirrten Gewalttäter vorstellt und nicht etwa als Ex-Marine, FBI-Ermittler und CIA-Mitarbeiter, was er aber war. Und Oswald war Kennedy-Anhänger, wie ein russischer Mentor, der CIA-Mann und George Bush-Kontakt George de Morenschild aussagte. Jener de Morenschild, der Oswald erst kurz zuvor den Job im Schulbuchlagerhaus besorgt hatte. Ein weiterer großer Betrug. Eine weitere Teufelei der Satanisten. Wenn die Menschen wüssten, was wir getan haben, würden sie uns lynchen. George Herbert Walker Bush. Dies war nun freilich nur ein kurzer Auszug aus dem weit umfassenderen Hörbuch Gedankenspiele Thema 1, JFK. In über 4 Stunden Inhalt präsentieren wir Ihnen genaue Analysen zu allen Aspekten des Kennedy-Attentats. Wir verkneifen uns indes die vielen Details, die andere umfassende Untersuchungen darbieten, denn sie verstellen unserer Ansicht nach nur den Blick auf das Wesentliche. Alle unsere Hörbücher finden Sie direkt auf unserer Website denk-verlag.de. Zögern Sie nicht, mit uns die Wahrheit zu finden. denkverlag.de